Ein kleiner Fernsehstar ist zurzeit Nicole Okei. Das ist die junge Dame, die am Ende der Always Ultra-Reklame sagt, die Leute, nun sie spricht irgendeinen Dialekt, den ich aber nicht wiedergeben kann, sie sagt, die Leute, die diese Binde entwickelt haben, die haben sich wirklich etwas gedacht dabei. Ich verehre diesen Satz, spielt er doch auf die Möglichkeit an, dass es auch Bindenentwickler gibt, die ihrer Profession gedankenlos und nebenbei nachgehen. Man denkt sich, schusselige Wissenschaftler mit Dotterresten im Bart, die abwesend in Kübeln rühren, plötzlich hineinschauen und rufen, Huch, Damenbinden! Um die sturzbachgerechte Saugfähigkeit dieser Binden zu demonstrieren, wird auch eine blaue Flüssigkeit auf sie herabgekippt. Hinreißend ist es, dass man es für notwendig hält, einzublenden, dass es sich um eine Ersatzflüssigkeit handelt. Hier erfreut betuliche Dezenz, lautete die Einblendung statt Ersatzflüssigkeit Wikimedinite oder Curaçao oder Toilettenspülwasser aus hygienehysterischem Ententuch-Frauenklo, würden die Fernsehzuschauer unruhig auf ihren Polstergarnituren herumrutschen. Interessieren würde mich, wie Nicole Okei Rumpf unterhalb beschaffen ist. Trüge sie eine grüne Damenkorthose mit Bügelfalte? Wäre ich ganz außerirdisch vor Glück. Es würden quasi Sat-1-Bälle auf mich niederrieseln. So froh wäre ich. Ich setzte mich zu ihr aufs Sofa und führe mit den Fingernägeln in den Rillen ihrer Korthose hin und her. Rille, ralle, ritze, ratze, würde ich selig singen. Mit der anderen Hand würde ich auf ihrem hoffentlich recht hart besprühtem Hinterkopf herumklopfen. Die Psychologen unter den Lesern sollten hier der Analyse entraten und lieber ihre dreckige Wohnung aufräumen. Da liegen Krümel auf dem Teppich. Neben der Stereoanlage liegt ein Knäuel miteinander verknoteter, kaputter Walkman-Kopfhörer. Machen Sie das weg! Der Libido streunt gern auch mal abseits der Hauptverkehrsachsen. Da gibt es gar nichts zu deuten. Nun ist Nicole gegangen. Auf dem Sofa, wo sie saß, ist ein kleines blaues Pfützchen. Rille, ralle, ritze, ratze hat sie arg in Wallungen gebracht. Meine Kolumne ist aus, dort läuft eine Maus. Wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen. Vielen Dank. Danke.